Die Weltherrschaft. Es war gegen 11.30 Uhr Ortszeit, als Ardo beschloss, nach der Weltherrschaft zu greifen. Er hatte einen ziemlich beschissenen Tag hinter sich, war bei der Frau, die er schon lange im Visier hatte, kläglich abgeblitzt. Sie hatte lieber irgendeinem Idioten ihre Gunst geschenkt. Heinrich Heine war ihm in den Sinn gekommen. Ein Jüngling liebte ein Mädchen, das hat einen anderen erwählt. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu, und wem sie just passiert, dem bricht das Herz in zwei. Doch er hatte diese trüben Gedanken abgeschüttelt und sich in eine Jetzt-Erst-Recht-Haltung hineinmeditiert. Wenn er erst die Weltherrschaft besitzen würde, käme sie angekrochen, oder besser gesagt gewatschelt. Denn Ardo und seine Angebetete, das sei noch erwähnt, waren Pinguine. Sein Wunsch wurde im Freundeskreis sehr kontrovers diskutiert. Ist ein Pinguin der Richtige für die Weltherrschaft? Kann er das bei seinen bei Licht besehen eher bescheidenen Fähigkeiten stemmen? Er kann gut schwimmen, zugegeben, aber gehen ist seine Stärke nicht, von Fliegen ganz zu schweigen. Wie heißen wir? Fragte Ardo mit schneidender Stimme. Kaiserpinguin, nicht Lehrerpinguin, Polizistenpinguin, Müllmannpinguin, Beamtenpinguin, Kanzlerpinguin, sondern Kaiserpinguin. Und was macht ein Kaiser? Er beherrscht mindestens ein Land, früher auch mal die ganze Welt, also fast. Der römische Kaiser Augustus hat die gesamte zivilisierte Welt beherrscht. Konnte er fliegen? Nein. Er konnte vielleicht besser gehen als einer von uns, aber im Wasser hätte er echt alt ausgesehen. Aber die Bezeichnung Kaiserpinguin tragen wir doch nur, weil wir mit durchschnittlich 1,30 Meter die Größten unserer Art sind. Daraus kannst du doch nicht den Anspruch auf Weltherrschaft ableiten, Ardo. Ein Brillenbär macht sich ja auch nicht als Optiker selbstständig. Napoleon war auch nicht viel größer, wischte Ardo den Einwand vom Tisch. Und außerdem bedeckt Wasser 4/5 der Erdoberfläche. Das heißt, es ist höchste Eisenbahn für einen Imperator, dessen Reich das Wasser ist. Aber Ardo, sag mal einem Orca oder Seeleoparden, das Wasser wäre dein Reich und er solle sich vom Acker machen. Der lacht sich doch tot. Du bist doch bloß sauer, weil dich Iffi hat abblitzen lassen. Und jetzt flüchtest du dich in irgendwelche Spinnereien. Bei Nietzsche ist das ja ganz ähnlich gelaufen. Nietzsche erwähnst du jetzt nur, weil der bei den Weibern auch kein Bein ins Nest bekam. Das ist gemein. Aber Nietzsche hat auch gesagt, keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht. Ja, sicher, Ardo, und wir verstehen dich auch. Aber mit Trotz kommst du hier nicht weiter. Fakt ist, wir haben hier totalen Frauenüberschuss. Die buhlen um uns, Junge, und nicht umgekehrt. Die wollen coole, entspannte Partner und keine von Machtfantasien gequälte Hirnis, die einen Haufen Orca-Scheiße labern. Vielleicht bin ich einfach überarbeitet. Burnout, versteht ihr? Mein Hirn läuft ständig volle Pulle. Ich kann ums Verrecken nicht abschalten. Die Freunde sahen sich wissend an. Genau, Ardo. Spann mal richtig aus. Geh ans Meer, bisschen fischen. Das beruhigt total. Fischen? Ardo schrie es fast. Das machen doch alle. Das ist doch nichts Besonderes. Ich will auf einzigartige Weise entspannen. So lange, bis Iffi begreift, dass ich die coolste Socke im Packeis bin. The one and only Ardo. Und um mich spult. Ich hab es. Ich werde ihr ein Iglu bauen, mit Kamin und Kühlschrank, wie die Eskimos. Ardo, jetzt mach dich mal geschmeidig. Die Eskimos haben Kühlschränke? Ja, und genau da liegt der Kern meines Problems. Ich habe hier keine kompetenten Gesprächspartner. Deswegen verkümmere ich intellektuell. Ihr habt von nichts eine Ahnung. Ich würde bei Jauch jeden Abend die Million abräumen. Und ihr? Rinn ins Wasser, raus aus dem Wasser. Mehr habt ihr nicht drauf. Natürlich haben Eskimos Kühlschränke, damit die Lebensmittel frisch und genussfertig bleiben, aber nicht einfrieren. So sieht es doch aus. Ardo, Baby, unsere Lebensmittel sind ständig frisch. Fangfrisch sozusagen. Frischer geht's nicht mehr. Und die Frage, womit du hier Feuer in deinem Kamin machen willst, stellen wir erst gar nicht. Schau, wir haben hier alles, was wir zum Leben brauchen. Dazu eine unverbaute Aussicht, keine Touristen und keine Gammelfleischskandale. Das einzig Nervige sind die Eisstürme, aber die können nur wir Kaiserpinguine überleben. Sonst niemand, auch kein Kühlschrank.
Ihr geht mir mit eurem krankhaften, bloß aus Ignoranz und Apathie gespeisten Optimismus so auf die Nüsse. Das macht mich fertig. Ich werde einen Seeleoparden erlegen, ihm das Fell abziehen und für Iffi und mich je einen schönen Wintermantel nähen. Den kann sie dann auch als Hochzeitskleid tragen. In diesem Moment rief Ados Mutter. Ado, komm essen! Ach du Scheiße, ich muss nach Hause, sonst macht die Alte Stress. Und nicht vergessen, morgen ist der Seeleopard dran. Tschüss. Hau rein, Ado. Arme Sau.